Ja, unser nächster Talk hier in Dijkstra ist ein etwas heikles Thema. Es geht um Cyberstalking und so heißt auch der Talk, wenn Grenzen verschwimmen. Gehalten von Jan Kalbitzer, der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hier an der Charité, oder nicht hier, aber ich komme aus Berlin, deswegen sage ich hier, also in Berlin. Er forscht zum Thema Umgang mit technischem Fortschritt und er hat ein Buch geschrieben, das hat den Titel Digitale Paranoia. Seine Co-Referentin ist Corina Winter, sie arbeitet und forscht ebenfalls an der Charité und ist Neurowissenschaftlerin, die als Psychologin im Bereich Forensik arbeitet. Bitte einen warmen Applaus für die beiden und hier kommt euer Talk. Ah, dann mache ich das weiterklicken. Genau, dann mache ich die Slides weiter. Ja, gut. Mache ich die Slides weiter an dem Ding hier. Hallo. Wir sind Corinna und Jan und ich mache so ein bisschen die Einführung, weil ich allgemein zu dem Thema forsche und das viel beobachte. Grundsätzlich ist es so, dass Psychiater und Psychotherapeuten ihre Patienten nicht in den sozialen Medien beobachten. Da wird man irre als Therapeut. Und auch als diejenigen, die zum Therapeuten gehen, fühlt man sich vielleicht so ein bisschen verfolgt, wenn die auf einmal sagen, ja, ich habe gelesen jetzt auf Facebook, da haben sie wieder geschrieben, das geht überhaupt nicht. Trotzdem lese ich ganz viel auf Twitter und Facebook mit und gucke, wie Dialoge da funktionieren, wie Aggressionen funktionieren. Ich habe lange versucht, mich auf Twitter zu streiten und es hat nie funktioniert. Ich war einmal in so einem richtig heftigen internationalen Shitstorm, da habe ich dann ein Buch drüber geschrieben, weil es eindrucksvoll war. Aber mir ist es nie gelungen, mich selber auf Twitter zu streiten, was ich faszinierend gefunden habe. Wir alle haben in unserem Beruf aber auch mehr oder weniger Kontakt mit dem Thema Stalking, weil wir eine starke Projektionsfläche sind als Therapeuten für Menschen, die mit uns umgehen. Also auch selbst die Erfahrung, wie grenzen wir uns ab. Und wir arbeiten natürlich mit Menschen, die Betroffene sind, aber wir arbeiten auch mit Menschen, die Ausführende sind. Und da möchte ich jetzt ein paar einführende Worte zu sagen und dann wird Corina fortsetzen, die sich sehr spezialisiert damit auseinandergesetzt hat. Zum Ersten möchte ich was zu unserem Verhältnis zur Psychiatrie sagen. Kennt jemand das Rosenhan-Experiment? Ah, wunderbar. Hallo Tobias. Okay. Sonst noch jemand? Okay. Das Rosenhan-Experiment wurde von David Rosenhan in den USA durchgeführt und war wegweisend für die Psychiatrie, auch wenn es nachher kritisiert wurde, von Robert Spitzer, auch ein Psychiater, der Spitzer heißt, aber ein amerikanischer, sehr guter Psychiater. David Rosenhan hat gezeigt, wie willkürlich psychiatrische Diagnosen sind. Das möchte ich kurz erklären, um auch unser Verhältnis zur Psychiatrie so ein bisschen darzustellen. David Rosenhan war Psychologe, hat Forschung gemacht und hat Mitarbeiter von sich in psychiatrische Kliniken geschickt, wo sie gesagt haben, ich habe eine Stimme, die zu mir gesagt hat, so Geräusche wie Bump oder also leer, hollow. Und nur in der Aufnahme haben die nur diese Beschreibung abgegeben, wurden aufgenommen in psychiatrische Kliniken, teilweise wochenlang behandelt, obwohl sie sich danach komplett normal verhalten haben. Die saßen also da und am Anfang haben sie sich heimlich Notizen gemacht für ihre Forschung, aber irgendwann haben sie gemerkt, sie werden eh nicht ernst genommen und haben sich als Wissenschaftler auf die Station in psychiatrischen Kliniken gesetzt und dokumentiert, wie das da alles abläuft. Und sind überhaupt nicht ernst genommen worden. Also zum Beispiel hat dann einer der Probanden, ein vorbeigehender Therapeuten gefragt und gesagt, wann kann ich denn wieder rausgehen, wann kriege ich denn Ausgangsrechte? Und da hat der Therapeut gesagt, hey Dave, how are you? Und überhaupt nicht darauf reagiert. Das heißt, die Probleme, die dabei gezeigt wurden, waren zum einen, findet eine total willkürliche Diagnostik statt, obwohl die Leute wieder komplett die Zeichen der Normalität auch nach psychiatrischen Kriterien zeigen. Und zum anderen ist es stark stigmatisierend. Also wenn man einmal diese Diagnose übergeholfen bekommen hat, dann wird man anders behandelt. Und das war sehr wegweisend. Und es gab eine Klinik, die hat damals gesagt, uns wäre das nicht passiert. Das ist so der besonders schöne Teil des Rosen-Experiments, weil David Rosenhan dann gesagt hat, okay, wir schicken euch, oder die meinten, schick uns deine Schauspieler vorbei, wir kriegen schon raus, ob das Schauspieler sind oder nicht. Und haben dann, glaube ich, bei 41 Leuten gesagt, wir sind uns ganz sicher. Und bei 42 oder 43 hatten sie so einen Verdacht, dass es Schauspieler waren, in so einem Zeitraum von 3 Monaten. Und dann hat Rosenhan nachher gesagt, ich habe euch niemanden geschickt. Ja? Das heißt also, das heißt, diese Spezialklinik, die meint, wir erkennen die Schauspieler, die haben also im Prinzip 83, 84 ihre Patienten als Schauspieler stigmatisiert. Und da... Es gab damals sowieso so eine Bewegung, dass man versucht hat, klare Kategorien für psychische Störungen zu schaffen. Das eine waren so Versuche wie der von Rosenhan, der gezeigt hat, das ist völlig willkürlich.
Und das andere war, dass man immer mehr Forschung gemacht hat, die standardisiert sein sollte. Und deswegen meinten die, wir brauchen klare Schubladen für psychische Beschwerden. Und jetzt ist es so, wenn man für einen bestimmten Zeitraum Symptome A, B und C hat, zum Beispiel für 2 Wochen oder 4 Wochen, dann kriegt man eine Diagnose. Egal, was davor oder danach passiert ist. Das ist also so, wenn Sie ein Riesenunglück erlebt haben, oder ihr ein Riesenunglück erlebt habt, hier wird sich ja allgemein geduzt, glaube ich. Also wenn man ein Riesenunglück erlebt hat und danach die Symptome einer Depression entwickelt, kriegt man die gleiche Diagnose wie jemand, der es aus dem blauen Himmel heraus entwickelt hat, die Symptome. Und das wird den Menschen nicht mehr gerecht. Das heißt, wir haben total reproduzierbare Diagnosen, aber sie sind nicht menschengerecht. Das ist unser großes Problem in der Psychiatrie und das sehen wir auch, dieses riesige Problem. Und ich bin der Meinung, und das teilen wir auch, dass psychiatrische Diagnosen dann wichtig sind, wenn sie Menschen vor Willkür schützen können. Also es gibt Therapeuten, die sitzen jahrelang alleine in ihrer Praxis und es wäre ganz fürchterlich, wenn die sich wieder Diagnosen ausdenken, wie es im Fall von Rosenhan der Fall war. Also dass sie einfach sagen, du hast Krankheitsbild so und so und ich denke mir die magische Therapie so und so für dich aus, weil die Therapeuten als Therapeuten eh schon eine große Macht haben. Da sind Diagnosen wichtig und zur Abrechnung mit Krankenkassen. Sie sind aber nicht gerechtfertigt, um Menschen zu beurteilen oder auch zu stigmatisieren. Das allgemein vorweg zur Psychiatrie. Jetzt ein paar allgemeine Worte zum Täter- und Opferbegriff. Wir versuchen, diese Begriffe zu vermeiden und sprechen deswegen von Ausführenden und Betroffenen. Und manchmal lässt sich das ganz klar zeigen. Wenn es eine Person zum Beispiel gibt, die von irgendwelchen anonymen Leuten gestalkt wird, die sie überhaupt nicht kennt, die sich ein Opfer aussuchen, zum Beispiel um Gewalt auszuüben, reine Gewaltausübung, um sich mächtiger zu fühlen oder weil man sich mickrig fühlt und jemanden anderen noch schlechter machen will und sich dann besser fühlen will, da kann es ganz einseitig sein. Es gibt aber auch Fälle, da ist es ein Teufelskreis, der sich gegenseitig verstärken kann, was mit mangelnden sozialen Fähigkeiten auf beiden Seiten zu tun haben kann. Ein großes Problem, was wir zum Beispiel sehen, was in so einer gegenseitigen Dynamik stattfinden kann, ist Ghosting. Wenn also eine Person eine andere ghostet und die andere Person, also jetzt wäre die Betroffene diejenige, die sagt oder die den Kontakt abbricht, Ghosting nennt man das ja, man reagiert nicht mehr auf Nachrichten von jemand anderem, wenn man zum Beispiel vorher ein Paar war und die Betroffene traut sich nicht zu sagen, ich will dich nicht mehr sehen und ghostet einfach und die ausführende Person nimmt sich gar nicht als Stalker oder Stalkerin wahr, sondern versucht einfach nur eine Klärung herbeizuführen und schreibt immer intensivere und immer wütendere Nachrichten und irgendwann wird es immer unverschämter und das steigert sich dann rein, weil auf der Seite der Betroffenen dann für das Umfeld reagiert und sagt, was ist denn mit dir los und es wird nicht aufgelöst. Das hat viel mit sozialer Kompetenz zu tun, die nicht ausreichend vorhanden ist, wo sich eine Dynamik gegenseitig verstärken kann. Und es ist wichtig, das zu benennen. Und ich werde auch nochmal sagen, warum. Weil es wichtig ist, zu fragen, wie man den Konflikt am besten lösen kann. Wenn wir jetzt also eine Person haben, die eine andere stalkt, dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, der bei allen diesen Problemen viel zu kurz kommt, dass so Probleme nur von Gemeinschaften gelöst werden können. Tobias sitzt hier, der hat mir als Philosoph beigebracht, dass Datenschutz auch eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Es ist ganz schwer, Datenschutz alleine zu lösen und bei Stalking ist das genauso. Es ist ganz schwer zu sagen, was kann ich, ich werde gestalkt, ich bin betroffene Person und dann als Therapeut hinzugehen und sagen, mach das und das und dann wird das schon wieder. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und das muss man den Menschen im Umfeld dieser Person auch sagen. Das heißt, wenn man sieht, jemand um mich rum ist betroffen, ist es wichtig zu sagen, was ist denn da los, wie geht's denn dir damit, was passiert denn da, wie kann ich dir helfen? Es ist aber genauso wichtig, sieht man das? Es ist genauso wichtig, dass auch die Menschen um die ausführende Person heraus reagieren. Also in der Gemeinschaft oft entsteht Stalking aus zum Beispiel Paarbeziehungen, aus Trennungen heraus. Und dann ist es ganz wichtig, dass auch das Umfeld der ausführenden Person darauf reagiert. Also wenn man jemanden erlebt und merkt, der reagiert immer aggressiver auf Twitter, auf jemand anderen oder schreibt da so Nachrichten, dann ist es wichtig zu sagen, was ist denn eigentlich mit dir los, was machst du da gerade? Und es ist sehr wichtig dabei, nicht gleich in diese Opfer-Täter-Unterscheidung zu gehen, gerade wenn man mit der Person befreundet ist, die ausführend ist, sondern zu sagen, was ist mit dir los, was machst du da gerade, um diese defensive Haltung zu vermeiden. Das Problem der defensiven Haltung ist nämlich,
Natürlich wird es so sein, dass auch um die ausführende Person herum einige sind, die sehen, das ist ein Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Da muss man darauf reagieren. Es gibt aber immer auch Verbündete. Und mittlerweile gibt es, das werden gerade hier im Raum einige wissen, es gibt auch mittlerweile Gruppen, die aus Anonymität heraus sowas richtig betreiben und Personen kaputt machen. Auf Twitter gibt es es immer wieder, dass dann gesagt wird, die und die, häufig sind es Frauen, die und die Frau, die ist zu selbstgerecht, die wird jetzt fertig gemacht. Da gibt es sowas nicht, aber wenn es so aus einer Paarbeziehung heraus entsteht, dann gibt es auch auf der Seite des Ausführenden immer beide Seiten. Das ist ganz wichtig in so einer Situation, nicht gleich mit dem Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft zu reagieren oder zu drohen. Das große Problem ist nämlich, dass wir in unserer Gesellschaft gerade große Umbruchszeiten haben, in der sich gesellschaftliche Werte verändern. Und wenn wir auf Verstöße gegen die Werte, die sich gerade entwickeln, immer damit reagieren, dass wir jemanden verstoßen oder sagen, du musst dich schämen. Scham ist eine der schlimmsten Sanktionsmittel, wenn man jemanden dazu bringt, sich schämen zu müssen. Dann schafft man eine Grenze zu der Gemeinschaft und stößt die Person möglicherweise aus. Wenn man eine Person aus der Gemeinschaft ausstößt, führt das dazu, dass sich einige von der Person trennen mögen und sagen mögen, wenn du sowas machst, wenn du Stalker bist, dann wollen wir nicht mehr auf deiner Seite sein. Es führt aber auch dazu, dass sich andere verbünden und Gruppen entstehen außerhalb der Gemeinschaft, die immer größer werden. Das erleben wir politisch auch gerade, dass Menschen, die nach dem Mehrheitsbild in unserer Gesellschaft sich total daneben benehmen, einfach eine Gruppe bilden außerhalb der Mehrheitsgesellschaft, wo man sich mittlerweile wunderbar wohlfühlen kann. Die 15%, die nicht mehr mitmachen wollen bei dem, was die Mehrheit für gute Werte hält, die fühlen sich in ihrer Blase wunderbar wohl, weil sie groß genug dafür geworden ist. Das Dramatische ist aber, dass die Sanktionsmittel, die wir anwenden, nicht mehr wirken. Nämlich einmal positive Zuwendung, wenn man jemandem sagt, pass auf, du benimmst dich daneben, aber wenn du dich besser benimmst, dann kriegst du positive Rückmeldung von uns. Aber auch die negativen Sanktionsmittel wirken halt bei so Leuten, die man aus der Gemeinschaft ausstößt, nicht mehr. Das heißt, wenn man ihnen droht und sagt, wenn du dich so benimmst, ja, was macht man denn dann eigentlich? Weil das Problem ist, dass aus der Gemeinschaft Verstoßene, die man sehr hart in diese reine Täterrolle, die reine ausübende Rolle gedrängt hat, irgendwann toxisch werden. Wenn sie nihilistisch werden, wenn sie zynisch werden und verbittert werden, und dann kann man nicht mehr mit ihnen reden. Und es gibt Situationen, da muss man reagieren. Da muss man Menschen ausschließen aus der Gemeinschaft. Da muss man sie mit den härtesten Sanktionen, die uns sozial zur Verfügung stehen, strafen für das, was sie tun. Das ist außer Frage. Mein Anliegen ist nur jetzt in der Einleitung dieser genaueren Darstellung zum Stalking, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dass wir diese Mittel, die wir da anwenden, die Sanktionen, wohl dosiert anwenden, damit sie nicht stumpf werden, dann, wenn wir sie wirklich brauchen. Und ob es nicht vielleicht besser ist, auf der Seite außerhalb der Gemeinschaft, wo die Menschen stehen, die verbittert sind und Hass verbreiten, weil ihnen eh alles egal ist, nur 4,9% der Bevölkerung stehen und nicht mehr 15. So, noch ein paar kleine Worte zur Unterstützung. Dankeschön. Ich möchte abschließend was dazu sagen, wie man sich Hilfe sucht in und außerhalb des Systems, wo man gute Therapeuten erkennt, aber auch gute Helfende außerhalb des psychiatrischen Systems. Ich finde das absolut in Ordnung, nicht zum Psychiater oder Therapeuten gehen zu wollen, weil man die Denke von Therapeuten nicht mag. Ich glaube auch, dass wir Therapeuten ein bisschen übergriffig geworden sind, wir psychiatrisches System. Es gab viele Probleme, die früher in der Familie behandelt wurden, mit denen man zum Pfarrer gegangen ist oder die einfach auch keine Krankheiten waren, sondern ein Gemeinschaftsproblem, die jetzt individualisiert, privatisiert werden. Und dann muss man alleine als der oder die betroffene Person mit seiner Krankheit zum Therapeuten gehen. Das halte ich für falsch und ich glaube, das sollte man auch nicht immer tun. Aber wenn man sich Unterstützung sucht, sollte man aus meiner Sicht zwei wichtige Kriterien beachten. Beim Thema Stalking ist es wichtig, dass man, wenn man sich Hilfe sucht, dass man zu jemandem geht, der außerhalb dieser Schemata denkt, Opfer, Täter. Wenn Sie also zu jemandem gehen, der sagt, wir reden gar nicht mit Tätern, dann kann das ein Problem werden, weil in komplexen Fällen manchmal beide Seiten dazu beigetragen haben, aber auch, weil sich das Problem nicht lösen lässt. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn Sie betroffen sind und merken nach einer Weile, eigentlich würde ich gerne einen Mediationsversuch starten, darüber reden und Sie haben so eine harte Schemadenke. Das ist wichtig, dass Sie Therapeuten haben, die genug Abstand haben, um als Außenstehende denken zu können. Das heißt nicht, dass Sie nicht parteiisch sein sollen, wenn Sie unterstützen. Also Sie müssen in der Lage sein, außerhalb des Schemas denken zu können. Und das andere, was ich ganz wichtig finde, was ich immer wieder merke in Communities, diese Strukturen selbst aufbauen, ist,
dass Helfer nicht emotional involviert sein sollten. Wenn Sie Gruppen haben, wo die Helfer selbst sich wahnsinnig aufregen, wahnsinnig emotional dabei sind, wenn sie jemandem helfen, der ein Problem hat, dann kann das zum Problem werden für die, denen geholfen wird. Zum einen, weil die Helfer nicht mehr rational denken und zum anderen, weil sich Menschen, die sich als Helfer aufregen, auch sehr schnell verbrauchen. Wenn man zu viel Empathie hat, kann man nicht gut helfen. Das mag widersprüchlich erscheinen, aber wenn man alles mitspürt, was die Menschen, denen man helfen will, erleben, dann macht man das relativ schnell fertig. Und die andere Gefahr ist natürlich dieses Helfersyndroms. Viele werden diesen Ausdruck kennen. Und das Helfersyndrom hat das große Problem, wenn Leute privat immer gerne und viel helfen und sehr emotional dabei sind, kann es sein, dass sie abhängig sind vom Helfen, co-abhängig. Und das große Problem der Co-Abhängigkeit des Helfersyndroms ist, wenn sie Helfende haben, zum Beispiel im Internet, in der Community, die nicht in so klassischen Strukturen sind, wie wir das sind, die das total brauchen zu helfen, dann brauchen die auch das Problem. Jemand, der ein Helfersyndrom hat, der braucht, dass die betroffene Person weiter ein Problem hat, um weiter helfen zu können. Und deswegen ist es manchmal schwerer, mit Menschen, die sehr abhängig vom Helfen sind, daraus zu kommen. Das wären für mich zwei wichtige Ratschläge, wie man in und außerhalb der Community, das haben auch Therapeuten, merkt auch bei Therapeuten, wenn die das haben. Das wären meine wichtigen Ratschläge für Unterstützungssysteme. Und damit würde ich jetzt abgeben an dich. Danke. Genau. Ich möchte zunächst beginnen mit einer Definition. Wir haben jetzt ja schon sehr viel auch gehört. So, das Wort Stalking ist sehr oft gefallen. Ich möchte kurz darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet und woher es kommt. Das Wort Stalking kommt, wie man schon hört, aus dem Englischsprachigen. Es kam erstmalig so um die 1980er Jahre vor und wurde primär zunächst für, also übersetzt mit auf die Pirsch ging, das ist sozusagen aus der Jägersprache. Es wurde gerade in den 1980ern, 1990ern benutzt für Fans, die ihre Idole sozusagen nachgestellt haben, bedroht haben, verfolgt haben, und daraus kam das sozusagen dieser Terminus, der dann auch immer mehr im deutschsprachigen Raum kam. Bei uns sieht man, also im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt dazu, kam das Phänomen des Stalkings auch in der Gesetzgebung erst in den Jahren 2007, 2008 zu tragen, auch mit dem dementsprechenden Paragraphen. Und wenn man sich ansieht, Stalking ist kein Phänomen der Neuzeit. Wir finden schon selbst in, bei den alten Griechen schon Beispiele für Stalking-Verhalten, bei Ovids Metamorphosen bis hin zu Orion, sodass das sozusagen gerade auch dann medial nochmal in den 90er Jahre mehr auch in den öffentlichen Fokus kam. Wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum sieht, die erste Definition, die ich jetzt fand, auch im wissenschaftlichen Kontext, eins davor noch, das war zu schnell, genau, war von die Definition von Dresing und Gast 2002, also sozusagen vor der Gesetzesnovelle 2007, 2008, und wurde definiert, also ich würde es mir einfach mal erlauben, mal vorzulesen, als ein Verhaltensmuster, bei dem der Stalker einen anderen Menschen verfolgt und belästigt, häufig auch bedroht und unter Umständen auch körperlich attackiert und in seltenen Fällen sogar tötet. Die Betroffene fühlt sich durch diese Verhaltensweise bedrängt und in Angst versetzt. Über die Jahre hinweg, der Begriff stammt der Definition von 2002, hat man noch unterschiedlich von den Autoren her zusätzliche Kriterien eingeführt. Da wir viele deutschsprachige Studien hier zitieren, wollte ich das kurz nochmal anführen. In der Forschung wird vor allem, geht es um das Zeitkriterium. Manche Autoren sagen 2 Wochen, manche sagen längere Woche. Das ist eine reine Forschungsfrage. Genau, und ab wann man das sozusagen, diese großen Studien dann, welche Kriterien man einschließt, das nur so formal hinzufügend. Dann zur nächsten Definition, aber dann kommen keine Definitionen mehr, ist Cyberstalking. Da hören wir im Anschluss ja auch noch einen Vortrag. Ganz kurz, damit wir alle wissen, worum es geht. Cyberstalking wird ja auch gerade in den Medien auch sehr diskutiert, auch gesellschaftlich. Die wissenschaftliche Datenbasis hingegen ist sehr, sehr mau sozusagen. Also es gibt kaum Studien dazu, vor allem auch noch keine großen epidemiologischen Studien. Was wir aber sagen können, ist nach Definition von Dressing auch wieder et al. Cyberstalking bezeichnet die absichtliche, wiederholte und unerwünschte Kontaktaufnahme durch computerbasierte Kommunikationstechniken oder die über diese Techniken stattfinden, Verunglimpfungen, Bloßstellung oder Bedrohung. Ein wesentliches Definitionsmerkmal ist eben auch, dass diese Aktion Angst auslöst. Genau.
wichtig ist dabei, wie wir dann auch nochmal später sehen werden, Cyberstalking ist nicht eine eigene Entität, sondern ist ein Teil bei den meisten zum Stalking dazuzählend, weil in den meisten Fällen beides vorkommt. Also es gibt es gibt wenig Stalking-Fälle, wo keine Cybertechniken zur Anwendung kommen. Aber darauf kommen wir nochmal später. Wo ich kurz mal vorstellen möchte, wäre die Epidemiologie. Das heißt, wie weit verbreitet ist Stalking eigentlich? Die ersten epidemiologischen Studien gab es in Deutschland 2005. Ich habe hier eine aktuelle von Hellmann und Klim. Das ist eine repräsentative Studie. Und da geht es darum, wie weit ist sozusagen Stalking in Deutschland verbreitet und wie hoch ist die Lebensprävalenz. Bei Frauen ist die Lebensprävalenz bei 19,8% in der allgemeinen Bevölkerung, bei Männern 11,6% Lebenszeitprävalenz. Bei Frauen kommt hinzu, dass zum Beispiel Faktoren wie aktueller Beziehungsstatus, ob man alleine wohnt oder in der WG oder gemeinsam, nochmal sozusagen die Lebenszeitprävalenz ansteigen kann bis zu 32%. Genau. Entschuldigung. Das Spannende auch bei dieser Studie war, dass sie versucht haben herauszufinden, wer sind die Stalking-Ausführenden? Sind es immer nur Männer? Sind es Frauen? Und die Personen, die eben betroffen wurden von Stalking, sind diesbezüglich auch befragt worden. Und es kam heraus, bei den Frauen, also insgesamt von der ganzen Studie, waren 64,6% der Stalking-betroffenen Frauen. Und da, wenn man sich weiter unten ansieht, die Stalking-Ausführenden waren in dem Fall zu 60,2% männlich, hingegen 4,4% Frauen. Hingegen bei Stalking-betroffenen Männern, das waren in der Gesamtsumme 35,4%, dreht sich das sozusagen. Und hier stellen Frauen die Mehrheit, und zwar mit 23,5%. Soweit dazu. Genau. Und wie schon erwähnt, zu Cyberstalking gibt es aktuell noch keine großen repräsentativen epidemiologischen Studien. Aber was wir wissen, eine nächste Folie bitte, wenn es um die Formen des Stalkings geht, wie ich schon erwähnt habe, wurde früher klassisch unterschieden zwischen dem traditionellen Stalking, das umfasst telefonische Anrufe, also ungewollte telefonische Anrufe, SMS auch, unpersönliches Aufsuchen, unerwünschtes persönliches Aufsuchen, Pakete schicken etc. Cyberstalking, wenn man sich die paar Studien, die es gibt, dazu ansieht, geht es vor allem häufig um die Kontaktaufnahme bei Social Media, aber auch Chat, also Instant Messenger, E-Mail oder Blogs. Wenn man sich das aber auch ansieht, also wie sieht konkret die Stalking-Episoden aus, dann sieht man, dass die meisten Ausführenden beide Modi benutzen. Das heißt, sogenanntes traditionelles Stalking und Techniken, sozusagen neue Techniken des Cyberstalking. Genau. Und wie gerade als Psychologen fragt man sich, oder auch ihr wahrscheinlich, weil sie da sein, warum stalken Menschen überhaupt? Und für uns ist diese Frage vor allem wichtig, also im beruflichen Kontext, worum wir uns stellen und auch Forschung dazu betreiben, wir können gerne schon die nächste Folie machen, danke, ist sozusagen die Motive herauszufinden, um das zu verstehen. Das Wichtige ist, warum wollen wir es überhaupt verstehen? Es geht darum, sozusagen Stalking-Betroffene, aber auch Ausführenden zu helfen, ihnen auch ein Angebot machen zu können. Und hierzu müssen wir verstehen, warum stalken Menschen und vor allem auf welche Art und Weise, was sind die dahinterliegenden Motive. Und was noch zusätzlich herauskommt, nehmen natürlich auch Hilfsangeboten ist auch, was wir dann auch später sehen werden, eine wichtige Domäne, auch die Risikoanalyse. Also ganz konkret besteht Gefahr für Betroffene oder auch für Drittpersonen. Genau, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel diese Sammlung an Motiven ansieht, das sind so ungefähr die vier häufigsten Motive. Ich würde jetzt kurz nochmal auf die verschiedenen Motive eingehen, auch um zu verstehen, dass es verschiedene Motive gibt und dass die Hintergründe sehr unterschiedlich sind. Wenn wir ganz links anfangen, beim Hauptmotiv Einsamkeit und Liebessuchend. Hintergrund ist hier vor allem das Vorherrschen von Emotionen wie Einsamkeit, Mangel an Liebe oder Vertrauen. Primär Intention ist sozusagen die Herstellung einer intimen Beziehung. Hierbei spielt oft auch der Gedanke des Seelenverwandten. Also im Englischen benutzt man oft dieses Wort des Eternal Soulmates. Das ist sozusagen der Impetus. Und Fokus liegt hier liegt den Ausführenden zumeist auf fiktiven oder auch wahnhaft angenommenen Beziehungen mit einer Person. Und diese hat die Funktion, echte Beziehungen zu ersetzen.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Relevant ist hierbei aber, dass das tatsächliche Verhalten auch der Stalking-Betroffenen nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle spielt. Wichtig ist, dass bei diesen Menschen, die aus diesen Motiven sozusagen Stalking ausführen, dass es meist Betroffene sind aus dem weiteren Bekannten- oder Freundeskreis oder auch Fremden. Genau. Hier spielt auch wichtig, dass hier auch sozusagen, was wir auch aus unserer Arbeit kennen, auch Patienten sind mit zum Beispiel mit schizophrenen Erkrankungen, also diese bekannte Liebeswahn. Genau. Ein weiteres Motiv, Verzeihung, kurz, ist auch Einsamkeit sozusagen. Einsamkeit, und das, ich bin etwas unglücklich mit der Terminologie. In der Forschung heißt es soziale Inkompetenz, ne? Das ist schon sehr, sehr wertend. Hier geht es vor allem als auslösende Motivation, der Wunsch nach menschlichem Kontakt. Hier geht es nicht um diesen Eternal Soulmate, also meine große Liebe, die ich finden will, sondern hier geht es eher um Etablierung von einer Freundschaft oder auch von einer sexuellen Beziehung. Hier sind vor allem Menschen, die dem Ausführen nicht bekannt sind, als Primärziel sozusagen. Der Begriff Inkompetenz kommt daher, dass die Annäherungsversuche von Stalking-Ausführenden oft sehr, sehr ungeschickt wirken aufs Umfeld und auch sehr beharrlich verlaufen. Der Hintergrund hier ist vor allem, dass diese Menschen Einschränkungen in sozialen Fähigkeiten zeigen. Was dann auch wichtig später zu wissen ist für zum Beispiel Hilfsangebote, wo man ansetzen könnte. Was vor allem für die Betroffenen hier wichtig ist, ist, dass die Stalking-Ausführenden sozusagen das Stalking-Verhalten reduzieren, wenn sie auch merken, so okay, das ist nicht so erfolgsversprechend, das trifft nicht alle in der Gruppe zu, also auf diesem Hauptmotiv, sondern zum Großteil. Genau. Dann die nächste Gruppe, welche Zurückweisung, Versöhnung oder Rache, wo das Motiv ist, hier ist ganz spezifisch, dass sich meistens um Personen handelt aus dem sehr, sehr engen Umfeld, sprich Ex-Partner, Partnerinnen oder auch teilweise Freunde. Auslöser ist primär die Beendigung einer Beziehung. Stalking soll hierbei den Verlust von vertrauten Beziehungen kompensieren. Das heißt, es ist eine Art und Weise zu versuchen, noch die Beziehung aufrechtzuerhalten. Oft berichten Ausführende so, die Beziehung kann nicht zu Ende sein, ich kann nicht ohne sie weiterleben. Also diese ganz, ganz starke Fokussierung auf das Ende der Beziehung, dass dieses Jahr nicht abbrechen darf. Hier ist oft so, dass beide Motive vorhanden sind. Einerseits Versöhnung, dass man sich wünscht, dass die Beziehung fortgesetzt wird. Rache auch, weil man sich dann doch auch sehr als abgelehnt empfunden wird. Und das ist so eine Vermischung aus diesen beiden Motiven. Also man sieht da auch schon die Ambivalenz an Emotionen. Noch ein wichtiger Motiv ist Demütigung, Verlangen nach Rache. Hier steht vor allem im Fokus der Wunsch, wieder Gefühl von Macht und Kontrolle zu haben. Diese Stalking-Ausführenden haben subjektiv die Empfindung, dass sie gekränkt worden sind. Hier geht es vor allem um die Herstellung einerseits dieses Gefühls des kompletten Ausgeliefertseins und durch die Befriedigung von Gefühl von Macht und Kontrolle. Das Stalking-Ausführende sieht sich dabei oft auch selber als Opfer in dem Kontext, wirklich auch mit dieser Terminologie. Der letzte ist ein ganz kleiner Bruchteil der Stalking-Ausführenden. Hier geht es vor allem um Macht und Sexualität. Das sind eher Stalking-Ausführende, die wo sozusagen komorbid, zum Beispiel Sadisten und so weiter. Das ist ein sehr, sehr geringer Anteil. Genau. Und wenn wir uns mal ansehen, die nächste Folie bitte, für Stalking-Betroffene, hier sieht man einerseits die psychischen Beschwerden, das ist ein Dauerzustand von Anspannung. Großteil, also über 50% der Stalking-Betroffenen zeigen Symptome einer psychischen Erkrankung. Das geht einerseits von psychischen Beschwerden, auch von Panikattacken, Unruhe, vor allem das Gefühl des Kontrollverlusts, das ist für Menschen sehr schlimm und führt einfach zu einem kontinuierlich erhöhten Stresslevel, was eben auch wieder die wirklich Manifestierung von psychischen Erkrankungen begünstigen kann. Es gibt aber auch physische Erkrankungen, einige kriegen auch Magenschmerzen, Schlafstörungen ganz prominent auch mit dabei
Und was dazu führt, ist, dass man sich sozusagen in Sicherheitsverhalten, also Stalking-Betroffene ziehen sich zunehmend oft zurück, verlassen ungern das Haus, und weil sie einfach auch Angst haben. Und das führt in einer längeren Folge dann auch oft zu Verlust von sozialen Kontakten, oder sie auch aufgrund des Stalkings dann umziehen müssen, Arbeitsplätze wechseln etc. kann natürlich auch zu ökonomischen Konsequenzen führen. Und all diese Faktoren begünstigen sozusagen auch die Entstehung von psychischen Erkrankungen. Das Wichtige ist hierbei, also was wir auch nicht vergessen sollten, ist, dass zum Beispiel, nochmal kurz vor, dass auch Ausführende, Stalking-Ausführende beschreiben, also hier, also wenn ich das so kurz ausführen dürfte, Stalking-Ausführende zum Beispiel ziehen sich auch zunehmend aus ihren sozialen Umfeldern zurück, beschäftigen sich prima mit der Thematik des Stalkings und des Verhaltens, sodass es sozusagen hier auch zu einem sozialen Rückzug kommt. Das wird im klinischen Kontext heißt es immer der Prozess der krankhaften Fixierung. Das heißt, auch hier gibt es wieder eine Rückkopplungskette, was ja auch Jan schon vorher erzählt hat, sozusagen diese zunehmende soziale Ausschluss. Ich führe dann auch nochmal vorbei, dass sie einerseits sich auch in Netzwerken zu auch an Stalking ausführen, oft sich dann auch verbinden, oder das Stalking dadurch nochmal stärker auftritt. Das ist eine Art Teufelskreis. Genau. Das ist vor allem also die Beschreibung dieser ganzen der Dynamiken bei Tätern und auch des Leids bei Tätern, so wie sie oft wahrgenommen werden. Wir sprechen ja von den Ausführenden, aber oft werden sie als Täter wahrgenommen. Das ist so wichtig, weil das Umfeld darauf reagieren kann. Man sollte nicht immer sagen, der betroffen ist, pass mal auf, das ist doch jemand, der fühlt sich gerade einsam, wenn jemand massiv unter den Folgen von Stalking leidet. Aber es geht darum, dass man die Analyse braucht, um erstens was dagegen tun zu können, aber auch das Umfeld muss reagieren. Wenn ihr jemanden bemerkt, der in eurem Umfeld anfängt, sich immer mehr auf eine Person zu fixieren, darauf zu reagieren, dann kann man sowas am Anfang auch abfangen und da jemandem, dem Ausführenden helfen, aber natürlich vielmehr noch der betroffenen Person damit. Genau, aus Zeitgründen würde ich vorschlagen, dass wir kurz ein paar Folien skippen. Ja, ich bitte auf die letzte Folie kurz, damit wir noch kurz die... Also es ging ja vor allem auch kam uns die Anfrage, dass... Die letzte Folie? Ja, also wie kann ich helfen, wenn ich im Umfeld mit einem Stalking-Fall sozusagen konfrontiert werde. Also sei es entweder jemand ist als Ausführender betroffen oder als Betroffener sozusagen. Wichtig ist hierbei, wie auch Jan schon erzählt hat, dass bei Stalking-betroffenen Personen, dass man... die Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte ist das A und O, weil es eine der wichtigsten Stützen darstellt. Wir gehen oft von diesem Modell aus, sozusagen unsere psychische Gesundheit oder unsere Gesundheit allgemein ist wie ein Haus, ne? Und das steht auf verschiedenen Säulen. Und einer dieser Säulen, die größte Säule, was das Fundament sozusagen bildet, sind soziale Kontakte und soziales Umfeld. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und andere Säulen wären zum Beispiel Job oder auch andere identitätsstiftende Inhalte. Und je mehr von diesen Säulen wegbrechen, desto instabiler wird unser Haus, sprich auch unsere psychische und körperliche Gesundheit. Und deshalb ist es so wichtig, zu versuchen, gerade dieses große Fundament der sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig, gerade auch Stalking-Betroffenen im Freundeskreis zu zeigen, du bist nicht alleine, wir sind da. Und auch diese starken Emotionen, die Stalking-Betroffene erleben, wie sich dieses ausgeliefert fühlen, die Hilflosigkeit und den Kontrollverlust, darüber auch so ein bisschen kompensieren zu können. Was man allerdings aufpassen sollte, gerade auch als wenn man jemandem helfen möchte im Freundeskreis, dass man sozusagen seine eigenen Grenzen auch aufpasst, weil ihr werdet genau das Gleiche erleben, ihr werdet auch ausgeliefert teilweise fühlen, Hilflosigkeit, und das ist wichtig sozusagen auch zu schauen, wie gehe ich mit diesen Emotionen um und auch die eigenen Grenzen sozusagen im Kopf zu haben. Wichtig sind also unterstützende Maßnahmen. Ihr könnt mit den Betroffenen, also mit Stalking-Betroffenen, also im Freundeskreis, ihr könnt zu den Beratungsstellen gehen. Ihr könnt ihnen anbieten, hey, soll ich dich begleiten? Zum Beispiel sowas. Oder auch wichtig ist auch schöne gemeinsame Aktivitäten zu machen. Sozusagen, es ist nicht der Fokus primär auf das Stalking sich richtet, sondern okay, was natürlich mit den Sicherheitsmaßnahmen auch, aber was können wir als schönes gemeinsam immer machen? Also auch die Beziehung, die Qualität der Beziehung nochmal zu stärken. Bis wann haben wir eigentlich? Genau? Wir haben nur noch 5 Minuten, wir mussten leider ein bisschen... Ja. Ich dachte, du bist ein bisschen größer, aber ist okay. Alles gut. Alles gut. Genau, also wichtig ist, wie gesagt, weil wir es auch oft sehen, ist wirklich auch die eigenen Grenzen zu kennen und sagen, okay,
Wichtig ist auch, dass manche berichten auch, dass sie Wut empfinden. Ne? Also man sieht hier, also beste Freundin wird Stalking-Betroffene und man diese Wut und sagt, okay, ich möchte, dass das aufhört. Ich gehe zu dem hin und sage, hey, hör auf damit. Davon würden wir auch sehr stark abraten, sozusagen diese Vermittlerrolle einzunehmen. Da die Dynamik da sehr leicht aus dem Ufer gehen könnte zum Beispiel. Also davon raten wir auch konkret ab, also gerade wenn man die andere Person auch nicht kennt. Wichtig ist, wenn man eine Stalking-auswählende Person im Freundeskreis hat, das auch Jan schon gesagt hat, ist, Vorwürfe bringen nichts. Den zu beschimpfen und zu sagen, was ist das dafür, ne, was du da machst. Wichtig ist zwar schon, dass man klar vermittelt, dass es nicht in Ordnung ist, das Verhalten, aber dass man sich auch wirklich Sorgen um diesen Freund oder Freundin macht, der Stalking-auswählender ist. Und darüber also auch wieder über die sozialen Kontakte und Bindungen die Möglichkeit ermöglicht sozusagen, dass der oder diejenige sich dann auch Hilfe holen kann oder wie auch immer. Das heißt, da ist auch wieder die soziale Funktion sehr wichtig. Auch hier ist mir wichtig, man sollte versuchen, keine Vermittlerrollen einzunehmen und auch wieder eigene Grenzen natürlich zu achten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir hatten. Also zentral, ne? ist die Überwindung der Isolation. Ja. Bei der ausführenden Person, damit sie zugänglich bleibt für soziale Sanktionsmittel und bei der betroffenen Person, damit sie diese psychischen Folgen nicht so stark erlebt. Dass man die sozusagen, oder auch, dass man leichter auch externe Beratungsangebote annehmen kann, ist nach wie vor so, dass das unter die Hälfte der Betroffenen von Stalking auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und gerade in so Zeiten, also es geht gar nicht um Diagnosen oder Labeling, sondern wirklich sozusagen, man schaut sich in den Therapien dann auch, das heißt offiziell Therapien, ne? Therapeutische Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen einfach an, wie gehe ich mit Situationen um, wie kann ich mit, oder wie lerne ich sozusagen mit Situationen wie Hilflosigkeit umzugehen oder auch mit belastenden Emotionen, aber auch mit Gedanken, die dann immer aufregen, so, okay, ich kann das Haus nicht verlassen, aber ich muss einkaufen gehen, könnte ich nicht vielleicht eine Freundin übernehmen, dass man da versucht, dagegen zu steuern und sagt, okay, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn ich den ganzen Tag daheim bleibe, weil ich Angst habe, dass mich jemand, dass jemand, der Stalking ausführt, draußen auf mich wartet, sozusagen. Also das heißt, das würde man aufzeigen, okay, es wird noch mehr zur sozialen Isolation Rückzug und würde dann vielleicht gerade die Schlafprobleme noch mal verstärken, Magenschmerzen, Depressionen verstärken, etc. Und das will man versuchen, so aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ja. Ich glaube, das ist mit euch, tut mir leid, dass ich vielleicht hätte ich auch so Zeit zeigen brauchen sollen. Du brauchst für meinen Teil, Entschuldigung. Aber wie gesagt. Ich glaube vor allem, dass ich das Publikum und den Teil mit dem weißen Ring gebracht habe, in der Analyse, ja, wie man Stalking analysiert. Genau, also ich wollte jetzt eigentlich noch das Programm, Interventionsprogramm vom Weißen Ring vorstellen. Der Weiße Ring macht super Arbeit. Das sind Beratungsstellen, wo man sich hinwenden kann als Stalking-Betroffener. Wenn man dorthin geht, bekommt man zum Beispiel auch eine Ist-Analyse. Das heißt, da wird besprochen, so, okay, wie sieht genau das Stalking aus. Es wird eine Risikoanalyse gemacht, was ich vorher ganz am Anfang erwähnt habe, zu sehen, okay, gibt es ein Gewaltrisiko, ich muss das einschätzen, wäre es sinnvoll, jetzt sozusagen zur Polizei zu gehen, das nochmal abzusprechen. Also die stehen ja beratend zur Seite und auch zu schauen, okay, wie geht es mir selber dabei damit? Also brauche ich psychosoziale Unterstützung? Die haben auch zum Beispiel so Gruppenangebote. Und zum Beispiel das kann man dort alles besprechen und wird auch sehr, sehr gut gemacht. Und das wollte ich euch noch ans Herz legen. Das gibt es als Programm konkret in Berlin, aber ich glaube auch deutschlandweit, soweit ich das mitbekommen habe. Und es gibt auch Programme für Stalking-Ausführende. Ich kenne auch in Berlin ein, zwei Programme wie Stop Stalking und so weiter, wo auch wirklich auch in Gruppensettings zum Beispiel mit Stalking ausführen, das thematisiert wird. Also gerade ähnlich wie das Motive, ne? Da geht man darauf ein, okay, was steckt denn dahinter? Wie kann ich sonst, also passen die was zu Motiven sozusagen, werden Strategien herausgefunden, wie man das angehen kann. Und das wollte ich auch kurz ins Herz legen. Ja, sonst, ja.